Oh, wir schreiben Tag 13. Unglückszahl, aber gut. Ich habe vergessen, die Cranberries fertig zu machen. Okay. Nehmen wir hier mit rein. Gucken, ob der Kaktus gefruchtet hat. Ja. Was geht mit der Seegurke? Wir sind schon bei 4 Seegurken. Und 5. Ich will noch mehr von diesen Teichen haben. Ich überlege gerade in meinem Kopf, wie ich die Farm umstrukturiere. Ich will eigentlich nicht die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ich glaube, das müssen wir sogar. 7 Krähen verjagt. Wieso ist da eine Lücke und da auch? What happened there? Was ist da passiert? Hier, der Schleim ist noch nicht fertig. Wer hätte das gedacht? Aber der Honig. I need more money. Money. Money is all I manchmal need. Hey, hey. Steine. Kohle. Steine. Steine. Können wir denn Maisöl machen? Ich brauche einen freien Slot. Tut mir leid. Die rein. Komm schon, take it. Müsste auch rechts klicken statt links klicken. Ah, wir reden nicht drüber. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Nicht? Auch nicht? Na gut, das tun wir mal weg. Das vielleicht auch. Holz. Steine. Könnten uns die Samstag oder können wir uns die Geoden vielleicht öffnen lassen? Nee, das sind die orangen Kisten. Ah, die können wir uns öffnen lassen. Die kann ich noch mitnehmen. Die kann ich auch noch mitnehmen. Die auch. Wieso haben wir so viele davon? Das kann auch weg, das auch. So, machen wir noch fix unsere Dirschen, die hier drin war. Kaktussaat, Tatsache. Kann man Algen anbauen? Jetzt werde ich neugierig. Wie wäre es lustig gewesen? Versuchen kann man alles. Den Passwort haben wir noch. Oh, unser Hund ist groß geworden, kann das sein? Ich glaube, ich. Ja. Unsere Kaninchen vergessen gehabt. Kind ist sauer. Muss ich hier übers Management beweisen, dass ich so wenig Slots freigelassen habe. Und diese Woche können wir keine Schatteneier mehr verschenken.
tut mir leid. Müsst ihr offen haben, ich mach die Kühe und so später. Muss erstmal die Geoden wegbringen. Wolle könnte ich noch einmal wenigstens. Cool. Hallo Pam. Pam. Das. Der aber schon offen hat. Ich merke mir nie die Zeiten. Ich habe auch eine Brille bekommen. Ernsthaft? True, da war ja was. Ah, das war jetzt richtig dumm von mir. Wenn ich das erste Mal... fahren noch mal kurz zurück. Machen das Inventar nochmal frei. Dann will ich mal was probieren, glaube ich. Will ich das? Irgendwie schon. Ja, du nimmst nochmal alle Geoden und die Bomben. Brauche ich nicht. Okay. Kohle muss hier unbedingt wieder rein. Die war, glaube ich, im anderen Slot drin. Hallo? Verbrenner. Auch übervoll hier. Davon können zwei weg. Die können auch eine weg. Die können auch weg. Will ich nicht mal die hier rein? Brauche ich jetzt? Okay, die können wir wegschmeißen. Gut. Das nicht. Muss nicht. Brauche ich echt nicht. Den kann ich noch mit reinhauen. So. Okay, tu hier mal nicht das rein, was ich rein wollte. Wieso habe ich noch so viele Cranberries? Oh, shit. Damage. Wieso habe ich die Kiefern zapfen? Okay, das müsste aber reichen. Ja. So, wir gehen mal hoch in die Mine. Ich habe eine Mission für mich selbst. Kann halt nur ewig dauern. Aber gut. Wir haben viel Ausdauer, I guess. Oder auch nicht. Ich möchte hier eine Köder vergessen. Uiuiui. Und dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie... irgendwie an das Artefakt komme. What? Das war bestimmt das, was ich haben wollte. First try, aber ich habe es nicht geschafft. Au. Das war bestimmt der Lava-Aal, den ich haben wollte. 100 Pro. War ich zu unkonzentriert? Ja, ich brauche noch die letzte Zwergenschriftrolle. Oh je, du, das kann dauern. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich die schon mal hatte. Wundert mich halt. Geil, Müll wollte ich schon immer haben. Aber aus dem ganzen Müll können wir auch was herstellen.
Von daher. Ja. Machen wir sonst so? Ich angle in Lava. Eine Iridiumangel. Mit ganz viel Käse in der Tasche. Ach, das war er bestimmt. Ich kann mich so. Ach, Mann. Ach, so gemein. Weil ich so blöd dafür bin. Okay. Take it. Beiß an. Los. Ich habe mein Anfängerglück halt verspielt. Mach nicht das Holz. Ich meine, da habe ich wenigstens wieder Holz zum Verbrennen. Wir müssen das wirklich, glaube ich, machen. Wir müssen wirklich besser Holz farmen. Also irgendwie wirklich einen strukturierteren Wald aufbauen. Und damit wir Kohle farmen können, weil ich habe manchmal echt das Problem, dass ich keine Kohle habe für das Zeug alles. Das ist dann frustrierend. Wenn es an so leichten Sachen dann hapert. So entspannt eigentlich. Wenn die Musik noch schön wäre, dann wäre es halt Premium. Ey, ich hätte ihn gehabt. Ah, ich hätte ihn sowas von gehabt. Tut mir so leid. Oh, ich glaube, ich ärgere mich da gerade am meisten drüber. Oh. Naja, bringt nichts. Gucken wir, dass wir den nächsten vielleicht kriegen. Lässt mich jetzt jeden Tag eine Stunde hier hin und versuche einen Lava-Aal zu angeln. Klingt doch nach einer Idee, oder? Hatte heute, glaube ich, schon zu viel Angelglück auf dem anderen Hof. Auf dem Fahr. Also, ich muss ja mal sagen, so ein Strandhof ist eigentlich schon cool, weil es gleich so ein bisschen dieses Sommerfeeling hat und du hast direkt den Ozean hinterm Haus und um dich drumherum. Das ist eigentlich voll cool, wenn du so ein Angeltyp bist. Einziges Problem ist, auf dem Strandhof kannst du keine Sprengler so hinstellen, weil die halten irgendwie nicht auf dem Sand. Irgendwie so ist das. Oh, das hat das einzigste Manko. Aber eigentlich ist das schon cool. Du musst halt nicht jedes Mal bis zum Meer runterrennen. Und ich habe zum allerersten Mal in meinem Stardew Valley-Leben Reis angesaut, ja. Angebaut, weil ich das Weilchen geangelt hatte. Ich hatte noch nie Reissamen gefunden. Und da habe ich mir Reissamen geangelt. Ich hatte, glaube ich, da sehr viel Glück. Das ist irgendwie meistens so, sobald ich irgendwie einen neuen Spielstand irgendwo mache, bin ich da meistens. Also habe ich da meistens mehr Glück, als wenn ich auf meinem ersten spiele. Und das ist so richtig weird. Das ist so manchmal ganz schön frustrierend. Aber ändern kann man es ja auch nicht. Wir schreiben es 10.000 Brillen und 20 Müllsäcke später. Ich hatte ihn. Ich hätte ihn haben können. Aber scheinbar wollte ich ihn nicht. Ich ändere, glaube ich, entweder gleich mal eine Richtung oder ich gehe mal 2 Schritte hoch. Einfach um die Perspektive zu ändern. Einen neuen Blickwinkel für mich zu entdecken.
Einmal links, einmal rechts, einmal oben, einmal unten, einmal diagonal, einmal was weiß ich. Dreidimensional. Es gibt's nicht. Ich hab so ein Pech. Er ist so störrig. Er ist so wild. Irgendwie habe ich gerade kein Feingefühl dafür. Und ich sehe oben die Uhrzeit und denke mir nur so, what the fuck. Also wenn mal ein Tag in den Aufnahmen fehlt, liegt das daran, dass ich den ganzen Tag in der Mine stand und diesen scheiß Lava-Ei versucht habe zu fangen. Ich das euch nicht antun will. Aber es gehört dazu. Man kann wochenlang hier stehen und angeln. Ich gehe gleich noch eine Ebene runter, weil ich noch kurz was gucken will. Dann gehen wir raus, oder? Ah, wir können noch ein bisschen. Wir haben ja die Lore. Frage ist, wann ist meine Spitzhacke fertig? 3 Tage? Muss schon warten. Ich hätte ihn schon 2-mal haben können. Es tut mir so weh. Ja, ich geh mal kurz was gucken. Liegt nix. Oh Mann, oh. Oh, auch noch? Ich will ja auch wieder was hier. Dann so. Das ist Diamant. Ernsthaft? Keine Spitzhacke und du schmeißt mir hier Diamant vor das Gesicht. Bodenlose Frechheit. Unlucky kann man halt sein, ne? Und raus. Oh, Teleporter zum Hof. Hier auch noch nicht. Nicht als Drop. So, also nächsten Tag wieder Aaljagd. Oh Mann. Will ihn aber haben. Nö. Ah, ja, das Öl. Hier, wir sollten mit dem Schleim. Sollte ins Bett gehen. Ist ja ganz flott. Können wir nachher machen. So. Gold. So, Tag 14. Vielleicht haben wir mehr Glück. Obwohl ich eigentlich Glück hatte. Also, es waren 2, aber ich bin halt, zu blöd gewesen. Zu fangen. Da sehe ich mich. Erste Mal, dass sie Kaviar produziert haben. Jetzt pass bloß auf, was du verkaufst. Ja. Können wir eigentlich Kühlschrank tun? Schleim habe ich jetzt auch schon 2-mal angesiedelt. Einmal hier drin. Noch einmal woanders drin. Nee. Brauche wieder mehr Batterien. Ich habe vergessen, den Lehm reinzupacken. Bescheuert.
Kühlschrank. Kühlschrank mit dir. Oh. Zu mir mit? Hier sind zu viele Eier. Es geht. So. Hier mal ein bisschen Betrieb machen. Ich die ganze Zeit diesen komischen Goldbahn bei mir. Ist das lila Schleim? Looks like it. Ein Gold. Haben wir hier noch eine Allzweckkiste irgendwo? Ja, hier, ne? Ah, genau, das habe ich gesucht. Müll? Totem? Müll. Ich habe vergessen, die Tiere unten zu füttern. Weil ich das später machen wollte. Es tut mir leid. Fokus noch. Ja, solange die sich wohlfühlen, ist die Welt in Ordnung. Ne? Nein. Kann man noch nicht holen. Da unten sieht's gut aus. Ein Traum. Alles meins. Gehen. Lohnt sich nochmal? Eigentlich können wir nochmal Saat holen, aber heute ist Sonntag. Traurig. Einfach. Hier, die habe ich vergessen zu gießen, by the way. Aber ich glaube, das ist nicht so wild. Wenn wir mal gießen. Kann man denn noch Schleim farmen, außer auf einer Schleimfarm? Schon wieder an zwei verschiedenen Orten Batterie. Dann suche ich sie wieder. Wieso ist hier nichts drin? Violettes Schleimei. Meine Kühe und so wird mega sauer auf mich sein, I guess. Die, ready, ja. Auch ready. Kaffee. Gut, das weckt alles. So. Hier durchlaufen. So, alle mögen mich halt wieder. Was habe ich denn mit den Kaffeebohnen immer gemacht? Außer Kaffee gekocht. Kann man Kaffeebohnen Öl machen? Ich komme gerade auf ganz dumme Gedanken. Wie viele Hühner haben wir eigentlich in diesem Stall? Ist der schon voll? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Eigentlich kann da noch was. Wäre eher so für Ente. Ich glaube, Enten können ja jetzt auch schwimmen, ne? Das was, wenn wir einen Teich und Enten? Oh, auf dumme Gedanken. Ich wünschte, man könnte seine Farmtiere einfach wie so ein
einen Schäfer irgendwo hinleiten. Wäre mega. Hasst mich bitte nicht. Oh, das Schwein war fleißig. Ah, oh, das Kälbchen. Hallo. Normale? Brauchen wir noch ein zweites Schaf eigentlich? Können wir das, glaube ich, gerade nicht leisten. Milch mit, noch mehr Milch. Ich brauche nämlich ganz viel. Voll. Kommt morgen rein. Wieder Goldtrüffel. Müsste eigentlich nochmal Gras anbauen, I guess. Ich heb aber auch alles auf. Menno. Wie habe ich den Kaffee gemacht? Kann ich ihn hier raushauen? Ei. Und normale Ei. Und. Können wir das Glas so? Wir haben Wein bekommen. Rommeln können wir nicht anpflanzen. Schade. Hatte kurz Hoffnung. Wirklich meine Kistenwirtschaft mal aufräumen. Und jetzt mal so verkaufen, weil das kriege ich eh nicht los. Ah, was kommt da rein? So sieht das schön aus. Ich kann mir dreimal raten, was ich jetzt wieder machen gehe. Genau. Warte, ich nehme noch Köder mit. da sind. Stimmt. Trüffel sind Pilze. Warte, ich stelle die mal kurz. Reicht doch. So. Haben wir alles mit? Angel? Ja. Wir gehen am Montag, denke ich, gucken, dass wir die Spitzhacke wieder bekommen. Stimmt, mir fehlt ja schon wieder eine Reihe Ebene, weil ich da erst eine mal umgekippt bin. Ja, nee. Upsi. Auf dass wir ganz viel Müll finden. Und ein Lava-Aal fangen. Wenn ich nicht so blöd wäre. Den einfach mal zu nehmen. Weil er schon zweimal angebissen hat. Kann man denn so assi sein? Den will ich gleich in die Ecke stellen. Schon alles auf Max. Aber der, na gut, der, ne? Der Schwimmer ist vielleicht nicht der Beste dafür.
Also jetzt haben wir fast jede Müllsorte wieder. Wird noch ein Stock. Und eine Dose. Gefühlt ist meine Energie auch nicht meine Energie, sondern meine geistige Energie, die gerade jede Sekunde flöten geht, wo ich mich darüber ärgere, dass ich schon dreimal hätte diesen Aal fangen können. Danach brauche ich mehr Müll-Recycler. Wir wollten uns ja eh mal einen Schuppen bauen. Dafür muss ich ja vorher gleich alles mal umbauen. Dafür müsste Winter sein. Beim Winter wächst halt nicht viel, außer vielleicht Wintersaat. Und das wäre halt ideal, um sowas zu machen. Der hat uns so verarscht. Der war so gut. Der war ruhiger. Mit sterben. Müsste eigentlich immer wieder ins neue schwarze Brett. Ups. Habe ich schon voll ausgeblendet. Ich habe gerade nur noch diesen Lava-Aal im Kopf. Kann aber daran liegen, dass ich einfach Lava in solchen Spielen mag. I don't know. Ich mache das auch schon immer mit in Starborn zum Beispiel mit Lava zu bauen, weil es einfach so eine Wärme ausstrahlt. So real life muss ich das nicht haben, aber so im Spiel ist das schon schön, wenn es dich nicht umbringt. Ach, was eine chillige Atmosphäre hier. Ich wollte eigentlich noch Holz hacken. Aus Wut. Jetzt haben wir, glaube ich, jeden Müll mindestens einmal. Er war halt wirklich gut und ich habe nicht mal den gekriegt. Oh, ich könnte mir so einen Arsch beißen. Mal ganz kurz vor Max. Vor maximaler Auslastung. Oder maximalem Versagen. Ich ärgere mich gerade so. Können wir nicht nebenbei so einen Stardew Valley Hofplaner anmachen und einfach unseren Hof planen? Wenn ich verzweifelt versuche, immer noch nach dem 5. Mal einen Aal zu fangen. Das ist eigentlich mal eine Idee, mal meinen Hof ein bisschen zu planen. Das Gewächshaus kann man ja jetzt auch umsetzen, das ist halt ein Vorteil. Meine Energie geht gerade zur Neige. Ich muss halt zwei Reihen für die Kisten planen, wenn ich ein Schild dahinter mache.
Aber ich brauche unbedingt ein Schild dahinter. So. Ich komme sonst irgendwann rechnen halt die Farben nicht mehr. Dann lieber mit Schildern. Käse ist halt geiler Scheiß. Right. Noch 9 Köder. Mal gucken, ob es da andere Köder gibt, die uns vielleicht ein bisschen besser helfen. Mülldeponien später. Dam, di, dam, 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 di, dum, dum. Da, di, dam, dam, di, do, di, do. Einmal noch, bitte. 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 Ganz groß, bitte. Ah, jetzt haben wir einen Köder verbraucht. Ja, wir sollten gehen. Das ist uns noch knapper als beim letzten Mal. Ich will aber auch sterben, oder? Hier, das ist kein Sand. Ab raus hier. Ich will wirklich abgeben. Zweite Stelle. Juan! Wieso ist hier ein Baum? What? Und Diamant, das werde ich mir auf. So, wieder erfolgreich. Nicht erfolgreich. Einen Tag geschafft. Okay, wir kriegen langsam wieder unser Geld wieder. Ist gut. Ist gut. So, Tag 15 wird uns entgegenrennen.